So, und ich war natürlich genau in meinem Element. Also mir hat es auch alles gefallen und ich habe auch ein halbes Jahr vorher auslernen dürfen, weil ich überall eigentlich sehr gut war und weil es wirklich von großer Interesse war. Und dann gab es die Weiterentwicklung auch, gab es eine Betriebsakademie, weil wir sozusagen ein Fachschulniveau für Regieassistenten, sodass man aber schon in der Produktion gearbeitet hat. Ich war zum Beispiel als zweite Regieassistentin schon tätig, um überhaupt denn so ein Filmkollektiv zu leiten, was da alles dazugehört, von den Beleuchtern, selbst der Fahrer, der wichtig ist, der pünktlich die Schauspieler abholt, um sie an den Drehort zu bringen. Wenn der nicht pünktlich kommt, geht das schon los, dass eine Kettenreaktion ist. Warum, weshalb? Und so, und dann habe ich eben immer zwischen den praktischen Drehtagen, die ich schon mitmachen durfte, dort eine theoretische, ein bisschen Theaterwissenschaft, Dramaturgie, von Lessing, hamburgische Dramaturgie, alles querbeet durch. Und das war alles bestens. Und so bin ich also im Grunde genommen dann schon sehr früh zu einer selbstständigen Arbeit gekommen, eigentlich schon 1962, mit einem Regisseur, der gerade auch ganz jung das erste Mal einen Kinderfilm machen durfte. Und das war so ein bisschen so ein Hätschelkind des Studios. Die haben gesagt, wir versuchen es mal, alles junge Leute, die also alle anfangen. Aber natürlich, unsere Begeisterung war ja da. Also für uns, wir haben das Essen vergessen. Wir haben ja, also, wir wollten und haben einen wunderschönen Kinderfilm gemacht, Das Geheimnis der 17. Also eine Klasse mit 17 auf der herrlichen Burg Stolpen. Das ist bei Dresden, wo die Gräfin Kosel aus der Geschichte von August den Starken schon da in die Verbannung geschickt wurde. Also für uns, ja, alles Großstädter, Berliner, ist ja so eine Burg auch als Erwachsener interessant. Und die Kinder haben wir dort aus der Umgebung gesucht. Und zwar hatten die eine Arbeitsgemeinschaft junge Historiker. Und da ging es dann, dass die also so ein Hünengrab finden und alte Hellebarden oder irgend sowas. Und dann wollen aber die Lehrer das nicht und die anderen das nicht und wie sich die selber also dann da durchwursteln, aber die natürlich auch erstmal aufsetzen, was sie gar nicht hätten dürfen, weil das so Kostbarkeiten sind. Also jedenfalls haben wir einen wunderschönen Film und haben das mit Bravour durchgezogen. So, und dann war ich sozusagen in den Startlöchern Freibrief und habe bis zu dem für mich besten Erlebnis, was die Geschichte bringen konnte, die Wende, dass wir also wieder ein vereinigtes Deutschland, endlich ein vereinigtes Berlin. Aber was war? Ich wurde arbeitslos. Was ich nie gedacht hätte, dass ich, also dass dieses Studio abgewickelt wurde, wie viele andere große und kleinere Betriebe. Ich konnte das erst gar nicht fassen. Ich war auch völlig hilflos, zum Arbeitsamt zu gehen. Bin mit der Schauspielerin Renate Blume und Ulrich Thein. Wir haben gesagt, was sollen wir denn da oder irgendwas? Wir können ja gar nichts, wo sollen wir hin? Und das war auch für mich ein echtes Problem. Ich war 50 und habe dann da schon mitgekriegt, dass ich also eigentlich ja schon zu dem alten Eisen gehörte. Ja, jetzt kamen nur so viele Schauspieler und künstlerische Gewerke dazu. Also Berlin konnte uns schon gar nicht verkraften. Ja, vielleicht München, Bavaria oder Hamburg irgendwie. Also das war ein tiefer Einschnitt. Für mich trotzdem die große Freude, weil ich ja eigentlich im Westteil Berlins, Steglitz-Zehlendorf, geboren wurde und da auch zur Schule gegangen bin und fast die ganze Verwandtschaft wohnte noch heute in diesen Gebieten. Und die ich dann nicht besuchen konnte, also diese Sache. Und mein Sohn auch immer mich gefragt hat, was ist denn da drüben? Hab mir gesagt, ja, Tante Gerda wohnt hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen, weil ich das mit einem Zwei- und Dreijährigen gar nicht erklären konnte. Ich durfte zwar, oder wir hatten aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit ja auch immer ein Telefon, also ich durfte auch oder habe telefoniert und habe also nie deshalb Schwierigkeiten gehabt, weil man eigentlich nur erzählt hat vom Sohn, wie geht's dem, wie geht's dir. Also ich hatte damit keine Probleme. Und mein ja auch schon Filmvater hat dafür gesorgt, dass wir schon 1955 eine der ersten waren, die einen kleinen schwarz-weiß DDR-Fernsehapparat mit der Marke Rembrandt Postkartengröße, sodass in der Umgebung wir ja immer richtige Besuchsabende gemacht haben für Leute, die wir da haben. Und ich weiß, wir haben auch diesen Apparat, denn so finanziell waren wir auch nicht begütert. Der wurde auf Abzahlung. Das ging.
Und mein Vater, nein, das ist die neue Technik, die muss ich haben, das muss ich sehen, das ist ja fantastisch oder irgendwas. Und der Apparat hat wirklich also auch lange durchgehalten, also wir haben uns schwer getan, nachher uns von diesem zu trennen. Und also das war in unserer Familie also auch alles Neue, auch für das neue Medium Fernsehen. Und mein Vater wurde sogar von dem Medium Fernsehen abgeworben, sage ich mal in Anführungsstrichen, zum Fernsehfunk, Deutscher Fernsehfunk in Berlin-Adlershof.